generell lernt man ja aus Niederlagen eh mehr als aus Siegen. Von dem her war das eine Niederlage, die uns sehr, sehr gut tut. Weil wir viele Dinge gesehen haben, die wir bisher noch nicht bearbeitet haben. Gerade was gegen die Zone, also Zonenverteidigung angeht. Wir haben das jetzt auf dem Video und werden letztendlich da einen großen Fokus setzen für die kommende Woche. Also im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden, weil trotzdem wir verloren haben, haben wir sehr, sehr gut gespielt. Wenn man jetzt die Vorzeichen nimmt, dass wir letzte Woche da ohne, also die vier Profis letztendlich ausgefallen sind aufgrund von Verletzungen, dass wir unter der Woche jetzt nur bedingt als Mannschaft trainieren konnten, also ohne hohe Intensität, war ich doch sehr überrascht über die Schnelligkeit, über die Intensität, die wir letztendlich aufs Feld gebracht haben. Das war sehr, sehr schön. Also für sie ist ja die Situation komplett neu. Sie kommt in eine Mannschaft, die letztendlich schon komplett seit fünf Wochen jetzt zusammenarbeitet, wo Strukturen da sind, wo Hierarchien da sind. Und sie hat natürlich in den drei Einheiten, die wir jetzt hatten, hat sie sehr viel gefragt, hat sehr viel beobachtet, muss letztendlich ihre Position finden. Und was man heute gesehen hat, also sie hat ein sehr starkes 1 gegen 1. Das wird uns unheimlich helfen für die kommenden Spiele. Und sie hat natürlich heute in erster Linie versucht, den schnellen, guten Pass zu spielen. Aber die anderen haben nicht damit gerechnet, dass so ein schneller, guter Pass kommt. Und von dem her wird sich das Stück für Stück angleichen in den kommenden Wochen. Also wir werden jetzt in der kommenden Woche an Details arbeiten. Wir werden uns auf die Zone-Offense nochmal versteifen, 2 Trainingseinheiten. Und ansonsten werden wir 2, vielleicht 3 unserer Systeme nochmal auf Schwerpunkte ausarbeiten. Wir werden sehr viel spielen am Donnerstag. Und wir werden schauen, dass wir vormittags noch mal sehr, sehr viele Würfe abbekommen. Aber im Grunde genommen ist alles gelaufen. Wir sind theoretisch bereit. Die Zone müssen wir noch machen, aber ansonsten, denke ich, sind wir schon ganz gut dabei.